Stopp, nimm dir die Zeit. Herzlich willkommen beim Mediale Energetik Podcast und es ist ein cooles Thema, also dranbleiben. Keine Zeit für gar nichts. Niente, nada, nix. Warum? Zu mir in die Praxis kommen ja ganz viele Partnerinnen und Partner, die sich natürlich auch ihr Thema in der Beziehung anschauen lassen wollen. Und ganz oft kommt das Thema, ich habe ja gar keine Zeit für meinen Partner oder da geht sich was nicht mehr aus, weil ich so beschäftigt bin. Das fällt halt ganz oft, der Alltagsstress. Ob der Stress ausgelöst wird durch Kinder, durch Job, durch Verwandte, durch Freunde, ganz egal, oder durch Hobbys, ganz egal. Also es ist keine Zeit vorhanden. Und heute möchte ich dir mal ein paar Tipps geben, wie du aus dieser Zeitfalle rauskommst. Denn es ist nie eine Frage der Zeit. Es ist immer eine Frage des Bewusstseins und bewusst entscheiden, was will ich und was ist mir wichtig. Fangen wir einfach mal an. Offensichtlich ist ja Partnerschaft für viele ein ganz großes Thema, denn sonst würden die Videos nicht so viel geklickt werden und es wäre auch jetzt nicht so ein Rieseninteresse dran. Das heißt, die Sehnsucht nach einer ausgewogenen Partnerschaft, einer erfüllenden Partnerschaft ist ganz stark vorhanden. Vielleicht bist du schon in einer längeren Beziehung, vielleicht hast du auch schon gemeinsam Kinder, vielleicht bist du gerade auf der Suche, vielleicht bist du ganz frisch verliebt. Egal an welchem Stadium du bist, dieses Video ist wichtig für dich. Denn es geht jetzt wirklich darum zu sagen, wie nehme ich mir denn Zeit für meine Partnerschaft raus? Es ist ja niemand nur Partnerin oder Partner. Es ist jeder noch Frau, Tochter, Kollegin, Freundin, Nachbarin und so weiter und so fort und dann auch irgendwann mal Mutter. Das heißt, keiner ist alleine nur Partner. Das heißt, Partner ist ein Teil eines großen Zeitkuchens und wie groß dieser Teil ist, das ist natürlich individuell. Manche sind eher joblastig, andere sind dann mehr eben auf den Partner ausgelegt oder auf eine Partnerschaft ausgelegt. Das ist eine individuelle Sache, sieht man übrigens auch im Horoskop ganz gut. Aber wichtig ist bei dieser ganzen Geschichte nur einmal, es gibt nicht nur die Partnerschaft. Und das merken ja viele Paare, wenn dann mal Kinder kommen, wenn dann eine größere Aufgabe ist, wo die Aufmerksamkeit natürlich hauptsächlich zu den Kindern fließt, dass dann die Partnerschaft immer weniger gelebt wird und immer mehr erkaltet. Und deshalb ist es da auch gut und wichtig, einfach einmal sich bewusst zu machen, wie viel Zeit möchte ich denn für die Partnerschaft aufwenden. Und da ist es gut, sich mal hinzusetzen und zu sagen, okay, wie wichtig ist mir denn das? Und dann muss man ganz bewusst Zeit für die Partnerschaft einplanen. Wie einen Termin, wo man sagt, da sind wir nur zu zweit. Da sind wir nicht Eltern, da sind wir nicht, da tauschen wir uns nicht über Alltagsdinge aus oder über den Beruf, sondern da sind wir aneinander interessiert. Und das ist ja das Spannende bei Partnern. Das heißt, da ist jemand an dir interessiert und du hast das Gefühl, du wirst wahrgenommen und verstanden und dann bezieht sich eine Person auf dich. Und diese Beziehung ist eben wichtig, dass die wieder hergestellt wird. Und es geht nicht um die Quantität der Zeit, sondern es geht um die Qualität der Zeit, die man miteinander verbringt. Das heißt, ein kurzer, ehrlicher Kuss, eine kurze, ehrliche Umarmung retten einen oft schon über den Tag. Ein ehrliches Gespräch, ein ehrliches Interesse an jemanden hilft auch schon weiter. Nicht in Vorwürfen miteinander kommunizieren, sondern ein ehrliches Interesse aufbauen und einfach einmal sich wieder beziehen auf den Partner. Einfach einmal, ohne sich zu beziehen, miteinander schlafen. All das sind so Beziehungsgeschichten, wo man sagt, okay, ich mache mir das bewusst, dass mir Partnerschaft wichtig ist. Ich mache mir auch bewusst, du bist mir wichtig, mir ist die Partnerschaft mit dir wichtig. Und dann schaue ich auch, dass ich die immer mehr einbaue. Denn wenn du merkst, du hast keine Zeit oder du spielst lieber Handy, statt dich mit dem Partner zu beschäftigen, ja, dann wird irgendwann auch die Partnerschaft meandern oder es resignieren beide, dann läuft es auch dahin. Aber letzten Endes ist das dann keine lebendige Partnerschaft. Darum, Zeit
ist eine Kopffrage. Zeit ist wirklich eine Einteilungsfrage und Zeit ist keine Entschuldigung, damit du keine Partnerschaft leben kannst. Es kann sein, dass du sagst, okay, ich bin jetzt nicht offen für eine Partnerschaft, das passt ja auch, auch wenn du in der Partnerschaft bist, dass du sagst, ich bin jetzt nicht offen. Aber, und das wäre gut bei einer dauernden Partnerschaft zu sagen, momentan, aber ich werde mich bemühen, am Wochenende offen zu sein, übermorgen offen zu sein, das heißt in einem gewissen Rahmen wieder offen zu sein für den Partner, für die Partnerin. Aber Zeit ist, sollte für dich keine Entschuldigung und keine Ausrede sein. Ja, das wär's für heute mal. Ich bin Oliver Ereni, medialer Energetiker und Astrologe aus dem wunderschönen Linz und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Lass mir einen Daumen hoch da, teile das Video, abonniere meinen Kanal. Das hilft mir wirklich weiter und ich freue mich natürlich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Tschüss und alles Gute.